Servus und Hallihallo, herzlich willkommen zurück bei God of War. So, Dalle, wo waren wir denn? Ich bin jetzt ein bisschen raus. Achso, wir waren mit dem Boot unterwegs, stimmt. Aber was ist das denn hier alles? Ich muss jetzt erstmal wieder ein Stückchen reinfinden. Hatte jetzt in letzter Zeit nicht so viel Zeit zu spielen. Leider, leider, leider. Das versuche ich gerade wieder aufzuholen. Okay. Wir wollten da weiterfahren, ne? Mehr war da nicht. Bleibt das stehen? Die fünfte Mutter wäre hier. Oh. Den Spruch hatten wir aber auch länger nicht mehr, ne? Naja. Okay, wir fahren einfach mal weiter und gucken, was passiert. Da ist irgendwas im Wasser. Ja. Nimm mal mit, bitte. Zu Sindri zurückkehren. Hier kommen wir gar nicht drauf, oder? Nö. Und da sind wir auch schon. Bei Sindri. Das ging ja fix. Hätte man aber den anderen Weg genommen, ne? Aber ging ja nicht. War ja zu alles. Ihr habt nicht zufällig den Wetzstein gefunden? Hm? Doch, haben wir. Wir haben deinen Wetzstein gefunden. Oh, wunderbar. Diese Flecken sind ungewöhnlich. Die Häscher haben damit einem ihrer Leute das Gesicht zertrümmert. Oh, wunderbar. Hier, für eure Mühen. Ich muss unbedingt den Wetzstein ausprobieren. Er sieht unscheinbar aus, geringe aber er ist zum Besten. Gesundheitsschub bei jedem erfolgreichen Axttreffer. Oh, ich guck mal kurz. Der ist leider schlechter als unserer, kann das sein? Gebogener Griff der Wiederherstellung. Wir gucken mal, ob wir den verbessern können. Neun. Den letzten habe ich meinem Bruder geliehen. Er hat darauf gespuckt. Zum Einschmieren, hat er gesagt. Ich wollte ihn nicht zurück. Moment, nein, ja, ja, herein. Okay, gut, so, jetzt. Axtknauf, doch, den könnten wir verbessern. Aber wie weit? Auf Stufe 4. Gesundheitsschub ist natürlich geil, ne? Was macht denn unsere jetzt nochmal? Sorry, ich muss mal ein bisschen hin und her switchen hier. Ja, ja. Ich muss ein bisschen hin und her switchen, weil ich weiß es echt nicht. Nee, das wollte ich da ja nicht. Wo ist denn unser Axtknauf? Oh Gott, ey, ich muss ja erstmal wieder ein bisschen reinfinden. Das ist ja schlimm. Da ist er doch. 3 Punkte auf 5. Stärke 12, Glück 15. Wie ich immer sage. Und den können wir jetzt wie weit? Den? Verderbensstein. Glück, 15 kriegen wir hin, Vitalität und blablabla, bla bla, Kriegergesundheitsschub. Eigentlich müssten wir ihn ja wahrscheinlich verbessern, ne? Mal guck mal, so, die Unverbesserten sind nie besser. Komm, wir machen's mal. Deine Gegner können einpacken. Griff der blablabla, bla bla, Verderbensstein, einen brauchen wir wieder, Mist. 4, dadurch werden wir aber schlechter. Wir können ihn aber auch auf Stufe 5 hochkriegen. Aber so einen Verderbenstein können wir hier nicht kaufen, ne? Verkaufen Ressourcen. Verlorene Gegenstände. Okay, die können wir... Nee, warte mal. Ich bin noch leicht verwirrt. Verlorene Gegenstände. Alles nehmen. Was nehmen wir denn dann? Metallplatten-Schulterschutz. Ist der besser als unserer? Nee, ne? Ich glaube nicht, wir haben das alles verkauft. Talisman gibt es noch was Neues. Den haben wir, aber den können wir auch verbessern. Guck mal. Verbessern wir mal.
Was haben wir denn an als Talisman? Kaufen, das interessiert ja nicht. Einfachen Zauber erzeugen, seltenen Zauber erzeugen. Kaufen, zaubern, nö. Und Stahl kaufen, brauchen wir aber auch nicht. Verkaufen. Verlorene Gegenstände. Alles nehmen, so. Können wir jetzt trotzdem noch wieder was machen? Nein, können wir nicht. War da noch was? Nein, da war nichts mehr. So, Rüstung. Was hat er denn? Überragende Präzisionskluft. Was ist denn daran neu? Hä? Ich raff gerade nicht, was hier abgeht. Fähigkeiten. Da können wir neue freischalten. Haben wir denn genug XP schon? Wahrscheinlich, ne? Vorherige Verbesserung erforderlich. Da, guck mal. Können wir eigentlich machen. Wir gucken aber erstmal bei Atreus. Hier haben wir ihn aber eigentlich schon gut gemaxt. Das ist okay. Komm, ich lerne jetzt mal hier noch so ein bisschen die Axtfähigkeiten. Was macht das? Mit R1 und R2. Können wir uns beides gönnen, würde ich sagen. Das kostet ja nichts im Vergleich zu dem, was wir hier schon haben. Okay, und hier haben wir... Machen wir auch. Wir gönnen uns mal. Hier haben wir... Oh, was gibt's denn hier als Max-Fähigkeit? Das gleiche nur gegen Unterbrechungen, ne? Ja. Was ist das? Drücken Sie L1 für einen schnellen Stampfer, der allen Gegnern in den Schaden zufügt. Ja. Achso, in der Rache. Okay, komm. Gönnen wir uns mal. Das wird sowieso passieren. Ah, verdammt. Und das schaffen wir nicht. Das da brauchen wir 10.000 L2 und einem großen Fels zu werfen. Oh, wie geil. Krass. Cool. Gut. Ich will jetzt nochmal nach dem Axtknauf gucken. So, wir haben den. Das heißt, wenn wir den jetzt ausrüsten, dann wird der schwächer. Und das finde ich doof. Aber auch nicht viel eigentlich. So, rüsten wir us. Und dann hammert. Alles klar, dann gehen wir mal weiter. Ziele. Nebenaufgaben. Die Zeit hat alle Wunden. Geist in Fafnirs Lagerraum von dem Tod seines Sohnes berichten. Einen epischen Zauber kriegen wir dafür. Das können wir nochmal eben machen, oder? Niflheim, Muspelheim. Das lassen wir nochmal offen. Dann sagen wir dem Geist noch Bescheid. Dann können wir in der Hauptquest weiter reisen. Wo geht's denn hier raus? Hier? Hier geht's raus. Jawohl. Was macht eigentlich unser Kopf? Der ist so still. Geht's hier wirklich raus? Warum sagt denn unser Köpfchen nichts mehr? Haben wir einen dicken schneller Kratos? Wir wollen ja irgendwann mal ankommen. Wir sind draußen. Juhu. Hallo, Schlangi. Der See der Neuen. Mal wieder. Wie lange man sich an diesem See aufhalten kann, ne? Es ist wirklich krass.
Ein interessantes Dorf, wer es wohl gebaut hat. Da schweigt Kratos einfach wieder. Sagt nichts. Kratos hat keine Meinung dazu. So, hier können wir wieder ordentlich was mitnehmen. Und wir müssen hier lang. Ah, sieh mal einer, guck, da wäre schon wieder dran vorbeigefahren. Fafnirs Schlucht. Irgendwie habe ich das Gefühl gerade, wir fahren im Kreis. Aber naja, wird schon stimmen. Ich folge dem Questmarker oben. War das echt so weit? Wir können mit dem Boot hier anlegen. Was ist das für ein Schatten? Ist das die Schlange? Oh, dann wirft die aber echt einen Riesenschatten, ne? Ah, es scheint wirklich die Schlange zu sein. Aber wenn der Schatten sich bewegt, dann bewegt sich auch die Schlange und das heißt, die beobachtet uns. Was ja doch ein bisschen unheimlich wäre dann. Ich weiß jetzt nur nicht mehr, wo der Geist Fafnirs war genau. Also ich kann mich noch daran erinnern, wie es aussah mit diesen vielen Gängen, die dann so abgingen und so. Aber ich hoffe, wir sind hier richtig. Obwohl, das könnte direkt hier gewesen sein. Warte. Ich glaube hier, Atreus. Bin mir zwar nicht hundertprozentig sicher, aber es könnte wirklich hier lang sein. Der Questmarker gibt uns da eigentlich auch recht. Und hier ist er schon wieder. Wie er das macht, ne, ist immer ein Rätsel. Hey Sindri, kennst du schon Mimir? Wenn du den abgetrennten Kopf meinst, der mir zuzwinkert, bitte halt ihn weg. Das kann unmöglich hygienisch sein. Oh, sehr nett. Auch schön, dich zu sehen, Sindri. Arschloch. Schön. Oh. Ist das einer meiner geflochtenen Mistelpfeile an deinem Köchergurt? Ein Andenken an deinen Freund Sindri? Ich bin ja so furchtbar gerührt. Ja, genau. Es war kein Andenken. Wir erinnern uns, Kratos hat das gemacht, weil Atreus Köcher sich gelöst hatte und er hat es einfach nur wieder festgemacht. Aber gut, wenn Sindri das so sieht und sich darüber freut, dann lassen wir ihn einfach dem glauben. Warum jemandem die Freude nehmen, ne? Wenn er sie doch hat. Okay. Was war das? Da war doch was. Oh, ein Schatz. Oder? Nee, Hacksilber nur. Ah, ich hab mich schon gefreut. So. Warum sind hier Gegner? Warum bist du hier? Und hier ist doch noch einer. Nicht? Atreus, komm her. Komme schon, komme schon. Oh, halt. Ich hätte geschworen, da wäre noch einer. Irgendwie so einer, der schießt oder so. Aber ist nicht. Naja, gut. Alles klärchen. Halt. Ich verstehe das nicht. Ah. Legendär unschmelzbares Eis aus dem Entlegen. Dient zur Verbesserung von Knäufen mit Frostschadenseffekten. Schatzkarte. Cool. Hat sich der Weg hierhin gelohnt. Oh, noch was. Auge der Runenmeisterung. Erlittener Schaden werden als Runenangriff verringert. Zugefügten Schaden 15%, maximal minus 50%. Nice. Der Historiker. Durch Zufall noch entdeckt. Genau, hier sind wir richtig. That's totally right. Hier war der Geist des Vaters, des Sohnes mit dem Wetzstein. Ne?
Betzt du Bescheid. Hehe. Weiß noch nicht mal, welche Tür es war. Ich nehme mal an, die einfach geradeaus. Korrekt? Korrekt. Hier haben wir gegen den Troll gekämpft. Und ich glaube, es waren sogar zwei Trolle. Was macht ihr Narren schon wieder hier? Tja. Wollt ihr meine Stiefel und Unterwäsche klauen? Genau, die alte. Die alte Pupsbuchse. Nein, hier. Ich erzähl dir mal was. Wir haben deinen Sohn gefunden. Er wurde auch verraten. Und wir fanden einen Teil seines Tagebuchs. Er bereute, dass er dich getötet hat. Tut wirklich gut, das zu hören. Wie ist er gestorben? Hat er gekämpft? Wir haben vier Leichen neben ihm gefunden. Sie wurden enthauptet. Vandrids Schwert war stets blank und scharf. Das hat er von mir gelernt. Er ist ein verräterischer Hund, aber dass er in Valhall ist, gibt mir Frieden. Danke. Bitte, bitte. Tür ist Splitter. Also ich finde, wir haben was Gutes getan. Der Dieb hat den Frieden nicht verdient, den du ihm gebracht hast. Vielleicht nicht. Fühlt sich trotzdem gut an, Leuten zu helfen. Sogar den Toten. Ganz wie deine Mutter. Ganz wie deine Mutter. Okay, wir haben einen Zauber gekriegt, der eigentlich ziemlich vielversprechend aussah. Wir haben hier noch einen Platz frei. Tür ist Splitter, Stufe 6. Stufe 6 ist richtig gut. Der kommt da direkt mal rein. So. Ja, hat sich doch gelohnt, das Ding abzugeben. Okay, jetzt sind wir auch mit den Zielen bzw. mit den Quests soweit durch. Wir haben jetzt noch die Weltfreischaltung, aber das machen wir nicht. Wir machen jetzt der magische Meißel. Nur ein ganz bestimmter Meißel kann die Weltenrune für Jotunheim meißeln. Die Schlange sagt, um den wirklich höchsten Gipfel brauchen wir zwei Dinge. Weltenrune für Jotunheim und ein Stück eines magischen Meißels zum Zurechtschnitzen. Zuerst suchen wir nach dem Meißel. Alles klar. Das heißt, zurück zu unserem Bötchen. Und dann in Richtung Meißel aufgebrochen. Okay, wir müssen den ganzen Weg wieder zurück, oder? Das ist ein bisschen ungeil. Aber was willst du machen? Können wir echt nichts machen. Zumindest keine Gegner mehr. Man muss es dann ja auch irgendwie positiv sehen. Die Gegner sind weg, wir können hier einfach durchflitzen. Und das ist ja schon die halbe Miete dann irgendwie. Na gut, Und, ne, wir hatten ja schon oft das Phänomen, dass Rückwege oft schneller sind als Hinwege. Was irgendwie so ein Phänomen immer noch ist. Können wir den... Wir können den Zauber nicht verbessern, ne? Nee, Zauber können wir nicht verbessern. Schade, schade, schade. Flitzen wir mal weiter. Wo kann ich hier runter? Wo ging das? Da. Rein da und losgepaddelt. In Richtung Quest. Aber noch was zu looten finden hier. Ein Meißel soll man finden. Ich bin da echt schon ein bisschen raus jetzt. Ich habe die Tage erstmal Detroit Become Human aufgenommen. Und jetzt an einem Freitagabend wollte ich noch ein Ründchen God of War aufnehmen. Was ja dann jetzt gerade auch gelungen ist oder gerade noch gelingt. Aber so in der Woche war doch schon ziemlich viel los irgendwie wieder. Was ist denn da im Wasser? Vor allem, weil ich gerade auch so noch so ein bisschen an meinem Kanal-Layout für Twitch und sowas bastel. Und das verschlingt halt alles auch Zeit, ne? Dieser ganze administrative Aufwand, der hinter so ein paar Kanälen liegt dann, die man hat, die man betreibt. Die müssen ja immer dann doch mal upgedatet werden. Hier und da hast du mal ein paar kleine Layout-Veränderungen. Ein bisschen was anpassen, was moderner machen, was schöner machen, hübscher machen. Mehr nach Corporate Design, also dass alles gleich aussieht, sowas halt.
der Discord-Channel oder Server, nicht Channel, Server will gepflegt werden. Das sind alles so Sachen, die verschlingen dann doch Zeit zwischendurch. Und die auf die lange Bank schieben, ist dann auch mal doof. Heißt aber nicht, dass es keinen Spaß macht. Also so ist es nicht. Macht schon durchaus Spaß. Vor allem, weil man auch was schafft, was kreiert und dabei kreativ ist. Und wenn es einem am Ende dann gefällt, dann weiß man auch, dass man was geschafft hat. Okay, wir sind jetzt da. Haben wir das Ding hier schon gepflückt? Das haben wir schon gepflückt. Na gut. Wir müssen jetzt da durchfahren, ne? Klappt das? Ja, ne? Ja. Müsste easy gehen. Und wo sind wir? Der Kanal des Steinmetzes. Und ich würde sagen, den gucken wir uns in der nächsten Folge an. Weil ich führe auch hier gerade das ein mit Timer und so. Und die 20 Minuten sind rum. Ne? Deswegen, in der nächsten Folge gucken wir uns jetzt den Kanal des Steinmetzes an und brechen endlich in ein neues Gebiet vor. Und kommen gleichzeitig dann auch noch mit der Hauptquest weiter. Aber bis dahin müssen wir alle noch einmal schlafen. Also, bis morgen dann. Macht es gut. Tschüss.